Zuschauer, Sie sehen FAN aktuell. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und das sind die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Ministerpräsident Stefan Weil fordert eine Reform der Energiepolitik. Das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern gefährde die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. Dies teilte der SPD-Politiker gestern in Hannover mit. Vordringliche Aufgabe müsse es nun sein, überfällige Reformen umzusetzen, um den Energiesektor wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Nicht nur das Gesetz für erneuerbare Energien müsse grundlegend aktualisiert werden, auch beim CO2-Zertifikathandel und bei der Debatte über den Steuermarkt müsse gehandelt werden. Schon im März hat der Ministerpräsident eine Senkung der Stromsteuer gefordert. Niedersachsen werde künftig mehr Druck auf die Regierung ausüben. Die rot-grüne Landesregierung hat seit März 31 Anträge in die Länderkammer eingebracht. In der neuen Legislaturperiode werden weitere Initiativen erfolgen. Rot-Grün fordert schärfere Kontrollen der Lebensmittelindustrie in Niedersachsen. Künftig solle es schärfere staatliche Kontrollen der Branche geben. Dies beschloss der Landtag am Donnerstag in Hannover. Weiterhin forderten beide Fraktionen, die Kontrollen und die damit verbundenen Kosten durch Gebühren seitens der überprüfenden Betriebe zu refinanzieren. Laut Grüne und SPD lassen sich Missstände wie der Pferdefleisch- oder Dioxinskandal nur mit härteren Maßnahmen verhindern. Die Zahl der Kontrolleure soll um 67 neue Stellen erweitert werden. Das Agrarministerium kündigte eine schnelle Umsetzung an. CDU und FDP stimmten gegen den Antrag. Mehr Kontrollen führen laut den Oppositionsparteien im Niedersächsischen Landtag nicht zu mehr Sicherheit. 127.000 Hundehalter in Niedersachsen bekamen rechtswidrige Gebührenbescheide vom Land zugestellt. Dies wurde nun in einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in Oldenburg festgestellt. Die Landesregierung hat versäumt, die anfallenden Gebühren zwischen 17 und 30 Euro in die allgemeine Gebührenordnung aufzunehmen. Einfach ist es allerdings nicht, das Geld zurückzubekommen. Hundebesitzer müssen innerhalb der nächsten 4 Wochen Klage gegen den Gebührenbescheid einreichen. Nach Ablauf des Zeitraums sei keine Rückerstattung mehr möglich. Zunächst sollen nun keine weiteren Bescheide mehr verschickt werden. Allerdings wird die Regierung die anfallenden Gebühren bis Oktober in die allgemeine Gebührenordnung aufgenommen haben. Danach kann die Gebühr rückwirkend bis 1. Juli eingefordert werden. Da von vornherein klar war, dass die Registrierung mit anfallenden Mehrkosten verbunden sein wird, sei die rückwirkende Erhebung problemlos. Das Hundegesetz trat im Mai 2011 in Kraft. Die SPD und Grünen haben einen Antrag auf die Gewährleistung der Nachhaltigkeit im Tourismus gestellt. Das Land Niedersachsen soll jetzt Leitlinien für ein Tourismuskonzept entwickeln, die umwelt- und naturverträgliche Schwerpunkte setzen. Tourismusforscher halten Projekte in dieser Richtung für sinnvoll. Schon jetzt existieren Projekte mit ähnlichen Ansätzen, wie zum Beispiel der 1-Euro-Preis des Urlauberbusses an der ostfriesischen Küste. So werden Autofahrer mit günstigen Preisen zum Umstieg auf das öffentliche Verkehrsmittel gelockt. Durch den Massentourismus entstehen andererseits immer wieder Konflikte mit dem Umwelt- und Naturschutz. Auch weiterhin wollen Gymnasien in Hannover im kommenden Schuljahr Klassen- und Studienfahrten aussetzen. Der Grund: Die Landesregierung will die Unterrichtszeit der Gymnasiallehre auf 24,5 Stunden anheben. Außerdem sollen Altersvergünstigungen gestrichen werden. Doch die Lehrer setzen sich zur Wehr. Sie drohen, sollte es zu Mehrarbeit kommen, wollen sie alle Exkursionen streichen. Bei dem Boykott der Lehrer geht es um einen Ausgleich für die seit Jahren erweiterte Arbeit. Schuld daran sei unter anderem das Turbo-Abitur. Die Lehrer hoffen auf das Verständnis und die Unterstützung von Eltern und Schülern. Den packenden Voting-Krimi im Bundesvision Song Contest gewann Bosse für das Land Niedersachsen. Der smarte Musiker legte mit 4 Background-Tänzerinnen eine stimmige Performance hin. Sein Song So oder So brachte ihm zum Schluss den Sieg. Alle 16 Bundesländer traten bereits in der 9. Ausgabe mit eigenen Acts gegeneinander an. Moderiert wurde das Event von dem Erfinder Stefan Raab und Sandra Ries. Im Vorjahr holten die Sieger Xervas den Contest nach Mannheim. Bis zum Ende war es eine sehr knappe Entscheidung zwischen Niedersachsen und Hamburg. Soweit die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wetter. Und in gut einer halben Stunde begrüßt Sie meine Kollegin Susan Starnke zum Tischgespräch. Wie immer mit einem sehr prominenten Gast. Seien Sie gespannt, wer es heute ist. Das war FAN aktuell. Ihnen auf diesem Wege ein schönes Wochenende und weiterhin viel Spaß mit unserem Programm. Wir sehen uns. Machen Sie es gut. Tschüss.